von den Produzenten der Erfolgsfilme Stirb langsam und Lethal Weapon. Nach Gewalt und Verwüstung wird sich Ende dieses Jahrhunderts eine friedliche, aggressionslose Gesellschaft entwickeln. Kriminelle werden eingefroren und in kryogenetischen Gefängnissen neu programmiert. Aggression und asoziales Verhalten werden restlos eliminiert. Er ist ein Krimineller, wie er ihnen noch nie begegnet ist. In einer brutalen Zeit war er der Schlimmste. Ich werde das ganze Areal beherrschen. Aber dann, im Jahr 2032. Heute Morgen ist Simon Phoenix aus der Cryo-Anstalt entwichen. Ehrlich gesagt waren wir auf so eine Situation nicht vorbereitet. In einer Welt der Ruhe und des Friedens. Wie haben Sie es fertiggebracht, diesen Simon Phoenix in den 20ern zu verhaften? Es gab nur einen, der das konnte. John Spartan, der Demolition Man. Die Bedingung für Ihre Freilassung ist die volle Eingliederung in die SAPD, verbunden mit Sofortmaßnahmen zur Verhaftung von Simon Phoenix. Zwei Todfeinde aus einer anderen Zeit werden in eine Zukunft entlassen, in der nur Platz ist für einen von ihnen. Ich träume schon seit 4 Jahren davon, dich umzubringen. Dann träum weiter. Dieses Exempel barbarischen Verhaltens konnte schon in Ihrer Zeit nicht akzeptiert werden. Ja, aber es hat funktioniert. Wenn du mich vernichten willst, musst du mir das Herz bei lebendigem Leib rausreißen. Ja. Sylvester Stallone, Wesley Snipes, Demolition Man.